Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo. Willkommen zu einem neuen Let's Play. March of the Living spielen wir diesmal. Und das ist ein Spiel, was ich schon sehr lange auf dem Schirm habe. Ich glaube, seit 2017 oder so möchte ich davon was machen. Da kam es nämlich raus. Und ich wollte eigentlich gern so ein kurz gezeigt und lang gespielt machen, aber das, naja, hat sich immer weiter rausgeschoben. Und deswegen dachte ich, dann haben wir mal gedacht, ich mache einen Stream. Auch das hat sich weiter rausgezögert. Und jetzt bin ich aber da und jetzt mache ich ein Let's Play dazu. Ich habe Bock. Ich möchte das gerne mal an, mal herzeigen. Ich habe schon mal angespielt. Schon ein Zeitchen her. Mittlerweile Version 1.1.4. Und was ich super geil finde, ich glaube, das ist relativ neu, ist, dass hier sämtliche Programmierer tot am Boden liegen. Da haben wir einen Event Designer, da haben wir auch einen Event Designer, einen Graphic Artist, Event Designer, der hat Music und Trailer gemacht, der Designer und Publisher und Designer und Programmierer. Also, ganz coole Idee, finde ich. Ist echt originell. Ich kann es leider nicht auf Deutsch stellen. Aber wir machen einfach mal ein neues Spiel und können uns jetzt entscheiden, wer denn unser Startcharakter wird und welchen Schwierigkeitsgrad wir machen. So, was könnten wir denn machen? Select your starting character. Wir haben auf der einen Seite den Greg, der hat einen Revolver, ist ein Pistolenexperte, Shotgun und Rifle. Okay. Kann einigermaßen schießen. Sie wäre eine Krankenschwester. Könnte heilen. Anfänger bei Pistole. Novize ist auch Anfänger. Und einigermaßen gut in der Rifle. Da ist er viel besser. Dann haben wir einen Hunter. Hunting Skills are very valuable. Okay. Weiß ich jetzt nicht genau. Könnte vielleicht Tiere jagen? Er ist resistent, ein Experte in der Shotgun, ansonsten eher ein Anfänger. Und dann haben wir noch den Blake, der ist Pistolenexperte, Shotgun Medium und Rifle Normal. Und er ist ausdauernd und wird quasi nicht so schnell müde. Okay, ja, vielleicht der Hunter, vielleicht der Derek. Der hätte 15 HP und ist schneller. Blake wäre auch gut. Aber ich probier's mal mit dem Derek. Machen wir normal. Ah, geil. Ich such's mir zuerst aus und dann lese ich erst den gelben Text hier. Take Greg and his son to the docks in Wesson to unlock Anna. Get Anna's sister on the ship und get a... Ja, okay, alles klar. Das heißt, um Blake zu kriegen, muss man es erst mit Derek spielen, da mit Anna und mit Greg auch noch. Ja, okay, dann müssen wir mit Greg anfangen. Take Greg and his son to the docks in Wellington. Wellington, das kommt mir doch... Ne, Weston. Wellington war, glaube ich, Walking Dead. Okay, ja, der ist jetzt nicht ganz so geil. Es scheint immer besser zu werden. Okay, also ein kleiner Wiederspielfaktor ist auch gegeben. Dann laden wir mal. Freitagabend bei uns. Und ich habe echt Bock gehabt auf so ein Zombie-Survival-Spiel. Und schauen wir mal, wie uns das gefallen wird. March of the Living. Vom Sound her hoffe ich, dass es in Ordnung ist. Die letzten Wochen haben wir uns zu Hause barrikadiert und to get a hold of your ex-wife Chloe over the phone. Okay, wir haben versucht, irgendwie von der Chloe, unserer Ex-Freundin und Ex-Frau, ein Signal zu erhaschen am Telefon, aber niemand hat abgehoben und wir machen uns Sorgen.
Home shit custody, even though we not have parted the best terms. Ja, vor 2 Jahren haben wir uns getrennt, nicht auf dem feinen Weg. So ein kleiner Rosenkrieg. Und ich möchte aber immer noch, dass es den beiden gut geht. Offensichtlich hatten wir einen Sohn. Ja, Bofern, your son, Tom. Okay, das heißt, wir suchen den Sohn und eben auch sie. Und wir haben einige an Supplies zusammengesucht. Naja, viel ist es nicht, was da wohl drinnen ist in dem kleinen Köfferchen. Und wir sind mit einem alten Auto rausgefahren aus der Stadt. Aber dann gab es keinen Sprit mehr und wir mussten anhalten. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Wellston. Und mal schauen, ob wir Chloe, also die Ex-Frau, und unseren Sohn finden können. Wir starten zu Fuß. So. Genau. Map. Was sagt uns die Map? Noch nicht besonders viel. Wir können mal sagen, dass wir zu dieser nächsten Kachel wollen. So ein bisschen Faster Than Light mäßig. Wer das kennt. Oh. Ich glaube, ich muss die Musik doch noch ein bisschen leiser stellen. Ja, könnte besser laufen. Gut. After a long track moving up on the mountainside, you stumble across an old monastery, or maybe it's a temple. Man weiß es nicht genau. Also nach einem kleinen Mountain Climbing sind wir auf einen Tempel gestoßen. Und wir überlegen uns, ob wir reingehen oder nicht. Jemand in einer Robe spricht uns an. Ja, komm, schauen wir mal rein. Wir gehen rein, hinter dem Mönch, in diese dunkle Tempelanlage. Okay, ein interessanter Start auf jeden Fall. The monk is sick. Eat as long as we shift, turn so being a makes you feel better. You have a while you decided to rest before you head. Okay, alles klar. Und dort relaxen wir. Im Tempel. Okay, na gut. Und dann essen wir nochmal ganz gemütlich mit dem Mönch hier offensichtlich. Gut. Das ist unsere Gesundheit. Die ist voll. Dann haben wir die Fatigue. Das ist die Müdigkeit. Und dann haben wir noch Essen, was wir brauchen. Wir haben eine Knarre. Wir haben 5 Essensrationen und wir können eine Gruppe haben im Laufe der Zeit. Dabei sind wir alleine. Manage Group, ja, hier ist noch nichts. Wir sind alleine und haben eben Faster Than Light mäßig die Chance, eventuell was zu finden. Wir müssten noch nicht essen, wir müssen noch nicht schlafen. Dann würde ich sagen, wir gehen auf die Map. Und schauen mal ein bisschen weiter. Wir sind von hierher gekommen. Offensichtlich müssen wir zu Chloes Apartment. Und können jetzt entweder in kleinen Schritten gehen. Oder versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Schauen wir mal daher vielleicht. Da latschen wir. Wir können noch ein bisschen schneller gehen. Wir haben gesehen, Growls, das wurde ein bisschen stärker, dieser Balken. Das heißt, die Zombies werden eher auf uns aufmerksam. Ich hoffe, ihr hört es übrigens nicht, dass gerade mein Nachbar jetzt auf die Idee kommt, herumzuklopfen. Und das am Freitag hier. Freitagabend gibt's ja nicht. Wir treffen ein Trio, 2 Männer und eine Frau. Die sitzen auf einem Campfire und kochen irgendwas Schönes.
Die Frau sagt, jetzt hast du mich aber fast voll erschreckt. Und wir denken uns, boah, lecker, da hätte ich jetzt auch echt Bock, da sowas zum Essen. Und ich frag mal, ask them why they are not afraid of other people. Ja, machen wir das Erste. Warum seid ihr eigentlich nicht? Warum habt ihr keine Sorgen gegenüber anderen Leuten oder keine Ängste? Die meinen, sie sind hier schon eine Zeit lang, leben da schon eine Zeit lang. Übrigens sehr schade, dass es kein Bild gibt, dass man nicht zumindest so eine kleine minimalistische Grafik sieht, wo welche auf dem Lagerfeuer sitzen. Muss jetzt nicht großartig ausgearbeitet sein, aber sowas wie Overland auf die Art wäre ganz cool von der Grafik her. So ein minimalistischer Stil, damit man sich circa vorstellen kann, was denn da abgeht und nicht nur Text. Also die Präsentation, was das betrifft, ist ein bisschen ausbaufähig, aber es hat eine coole Atmosphäre und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte es auf jeden Fall mal herzeigen. Genau, living around this area for a while, genau, man, sie denkt ja, everyone has headed east, alle sind nach Osten gelaufen, so wie wir ja auch gerade. Und dort werden wir auf mehr aggressive Truppen treffen. Und offensichtlich bleiben die gerne hier, weil sie sagen, da ist es doch einigermaßen kontrollierbar. Wenn ich jetzt frage, warum sie da leben, dann, ja, können wir machen. Aber wahrscheinlich werden sie sagen, naja, sie wollen nicht unbedingt Zombiefutter werden. Aber wir gucken uns die, der eine meint schon, ja, aber ihr guckt doch die ganze Zeit aufs Essen und soll nicht einen Happen nehmen. Und ja, natürlich machen wir das. Wir sind jetzt ein bisschen müder, aber wir haben auch ein bisschen was gegessen. Lecker, lecker, lecker. Fragen wir mal, warum der Jerome eigentlich nichts isst von dem guten Fleisch. Oh. Er kann nicht, es ist. Und Frank sagt, ja, halt die Fresse, er sagt nichts. Vielleicht ist es sowas wie Menschenfleisch? Ja, it's people you're eating person. Okay, und wir fühlen uns schlecht und krank. So viel zum Leckerfleisch. Na, das fängt doch gleich gut an. Erst werden wir von einem Mönch angequatscht und in irgendeine dunkle Tempelanlage geführt und als nächstes essen wir nochmal Menschenfleisch. Also, so kann es doch losgehen. So stelle ich mir doch den ersten Tag in der Zombie-Apokalypse vor. Okay, wir sollen auf jeden Fall weglaufen, damit sie uns nicht kriegen. Wir fühlen uns aber ein bisschen schlecht. Goodie. An sich passt wohl noch vom Hunger her, ist es noch okay. Das heißt, wir gehen auf die Map und gucken, dass wir weiterkommen. Ich schau mal, was passiert, wenn ich... Okay, ich kann offensichtlich nicht hier draufklicken und dann gleich schnell hinlaufen. Visited Quest City Danger. Okay, gut. Ja, dann kann ich eigentlich nur eins nach dem anderen machen. Das hier scheint eine City zu sein. Das heißt, wir könnten auch so runtergehen und dann darauf. Ist ein kleiner Umweg, aber ich denke mal, die ersten Städte werden ja noch nicht so schwer sein. Was kann schon schlimmer sein als Menschenfleisch essen? Ich wüsste es auch nicht. Gucken wir mal. Oh, wenn ich nicht auf dich gehört hätte, würde sie noch leben. Hören wir jemanden rufen. Und wir sehen zwei bewaffnete Männer, die die Waffe auf einen Dritten richten. Und der Dritte sagt, kommt's runter und denkt's mal einen kurzen Moment. Und es sieht so aus, als würde es schlimmer werden.
Wir können uns jetzt mit den Bewaffneten zusammentun und gegen den Unbewaffneten uns stellen. Oder wir gehen einfach weiter, wir fragen auf weitere Informationen oder wir helfen, also wir helfen einer von den beiden Parteien oder fragen für weitere Informationen oder hauen ab. Fragen wir mal, was los ist. Gut. Geht uns nichts an. Gut. Dann sagen wir mal, fick dich, wir helfen der Person, die keine Waffe hat. Sind wir mal nett. Genau, da sagt jetzt was? Du kämpfst für ihn? Was ist denn hier los? Nur über deine Leiche? Und natürlich machen wir das. Wir haben keinen Trait, mit dem wir beschwichtigen können. Das heißt, wir fighten. Dann sehen wir nämlich den ersten Kampf und wir sehen hier die zwei Gegner. Die Musik geht mega ab. Machen wir mal da ein bisschen weniger. Das ist ja krass. Ich mag das nicht so gern, wenn es nicht abgemischt ist, die Musik. Weil manche Effekte einfach zu krass laut sind als andere. Wir sollen jetzt auf ein Porträt klicken vom Charakter, den wir selekten. Das sind nur wir. Wir sind alleine. Oder wir pressen die Nummern 1 bis 6. Wir sind übrigens gerade sehr müde auf einmal und Hunger haben wir auch ein bisschen. Und wir... And then click on the ground to move. Use right click to cancel moving. Cancel moving. Gut. Wir können hier angreifen. Die Banditen haben eine Hit-Chance von 30 oder 40% und der Damage erhöht sich auch. Ich würde eher ihn hier angreifen, weil ja eben 40%. Gut. Ich klicke mal auf das Symbol und sag mal. Warte mal. Nee, ich möchte eigentlich moven. Aim at the body, aim at the upper body oder wait, don't attack any targets. Hit chance, ja, die nimmt natürlich um einiges ab. Press numbers, okay, dann sagen wir mal 1 and click on the ground to move. Und ich kann mich offensichtlich nicht bewegen. Ich kann offensichtlich dann nur sagen, ich möchte angreifen. Möchte halt eben eher ihn angreifen. Und habe hier eine 85%ige Hit-Chance. Mach Schaden. Und würde in dem Fall noch Stop Target for 2 Seconds. Ne, machen wir das. Das ist so eine höhere Hit-Chance, um den zu treffen. Okay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie angreifen. Zack, da schießt man. Mist, ja, eigentlich sollst du auch den treffen, du Vollidiot. Wozu habe ich denn den markiert, wenn du ihn nicht angreifst? Und da sind wir tot. And so the journey ends. Naja, das hat ja mal nicht so gut geklappt. Gleich erstmal gemisst. Und dann auch nochmal schön draufgegangen. Das war doch mal eine schöne erste Folge. Nochmal eine kleine Zusammenfassung. War wirklich so, den ersten Tag sind wir in irgendeine komische Tempelanlage gegangen. Dann haben wir Menschenfleisch gegessen und dann waren wir selber das Menschenfleisch am Ende. So kann es manchmal laufen. Das passieren wir uns darum, machen einen Screenshot. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Jetzt müsste man eigentlich auch da herumwalken oder da tot am Boden liegen. Ich würde sagen, das ist eine passende Gelegenheit, um hier die Folge zu beenden. Ihr seht, was da auf euch zukommt. Ich werde auf jeden Fall noch einen Versuch machen. Und das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.